Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Kenshi mit mir, dem Yakinator, und natürlich Yakinator, dem Weisen, und Khalid, die immer noch hier in Shobatai rumstehen, während ich gerade aus dem Zug rausgepurzelt praktisch mich an den Rechner geschwungen habe, um euch hier am Sonntagabend, am späten Sonntagabend nochmal eine kleine, mini-kleine Session Kenshi zu präsentieren, nachdem ich jetzt das ganze Wochenende in der Sächsischen Schweiz war und so ein kleines bisschen über diverse Felsen gekraxelt bin und ewig lange Wanderwege lang gewandert bin bei allerschönstem Wetter. Ich habe sogar ein kleines bisschen Bräune abbekommen. Ach, ist das toll. Wäre ich hier im Kenshi-Land, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch viel mehr Bräune, denn hier ist ja Dauersonne und Wüste. Nee, in Sachsen hatten wir auch ein kleines bisschen Wolken ab und zu mal und fiesen Regen. Zwar kein Säureregen, aber es hat gereicht, dass man sich verschämt in die Kneipe verzogen hat und so ein, zwei Bierchen getrunken hat. Gut, aber jetzt bin ich wieder hier. Der Alltag geht weiter und ich hoffe, das erscheint jetzt alles hier noch vor Mitternacht. So. Ich werde schon wieder beleidigt. Ah, ich merke übrigens, das sind hier sozusagen so ein paar Adlige. Mhm. Lord Nagata, der hat hier immer so eine kleine Leibwache mit sich und der hat einiges zu entscheiden. Und später, wenn wir mal groß und stark sind, Yakinator und Khalid natürlich, dann können wir uns vielleicht entscheiden, hier einen dieser Lords auch mal anzugreifen. Aber, ja, mal sehen. Es gibt ja anscheinend genug davon. Hier vorne ist auch schon wieder so einer mit so einer Leibwache. Ja, und ich habe überlegt, soll ich jetzt nochmal gucken, was es hier zu kaufen gibt? Denn eigentlich ist unser Inventar relativ leer. Na, ja, ach so, Trader, das haben wir dem doch weggenommen, ne? Das heißt, da können wir jetzt nochmal schnell in den Laden rein, das Ganze verscheuern. Und dann werden wir uns mal ein bisschen weitermachen. Denn wir haben ja noch einen weiten Weg vor uns. Wir wollen ja zur Küste. Und dann mal schauen, was es da vielleicht gibt. Vielleicht ein paar Fische oder Fischerdörfer oder so. Wer weiß. Da lassen wir uns einfach mal ganz frech überraschen. So, show me your goods. Natürlich schauen wir hier die Goods und zwar sowas von. Genau, den wollten wir eh nicht haben. Das Ranger-Ding, ja, das war ja das wertvolle Zeug. Ich muss jetzt auch erstmal wieder ein kleines bisschen zur Besinnung kommen und mal schauen. Ja, Khalid, das kannst du weghauen. Ja, sollen wir dem Khalid das hier geben? Die Traders, das Traders Leather, damit er wenigstens irgendwas anhat. Aber nee, ach Quatsch. Khalid sieht schon so aus, als bräuchte er eigentlich gar keine Klamotten. So, dann am besten hier noch die Pfeile. Das bringt auch nochmal 100 Cats. Ja, und dann sieht es eigentlich schon so ideal aus, dass ich eigentlich schon weiterlaufen kann, ne? Wir haben noch ewig viel Fleisch in unserem Inventar. Das reicht noch ein bisschen. Ja, Medizin geht langsam zur Neige. Yakinator hat ja die Reserven. Da gibt der Khalid gleich mal hier eins von dem ordentlichen Medkits. Ich glaube, insgesamt sind das drei. Ja, gut. Das ist immer ein bisschen täuschend, ne? Eigentlich sind zwei drin und eins davon ist halt nur halb aufgebraucht oder zum Dreiviertel aufgebraucht. Aber das andere ist noch voll und das sehen wir aber nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt das hier rüber stacken. Nee, dann ist das immer noch nicht voll. Okay. Sehr verwirrend und könnte natürlich auch zu kleinen Missverständnissen und Fehlplanungen führen, wenn wir uns da nicht genau das Ganze angucken und uns da an einen gewissen Ablauf halten. So, aber jetzt, Sandsturm. Der hier sogar ins Haus reinsandet, das will ich natürlich nicht. Tja, ich könnte kurz überlegen, was bräuchte ich eventuell noch? Eigentlich nichts. Ich könnte Khalid schnell bei der Polizei abgeben und einen kleinen Lohn einstreichen. Ah nee, auf ihn, das ist ja gar keine Bounty ausgesetzt. Was mich natürlich eventuell interessieren könnte, ist Khalid als Sklaven zu verkaufen. Aber so fies bin ich natürlich nicht. Nicht in dieser Situation, also nicht zu diesem Zeitpunkt. So, und ich habe gerüchteweise gehört, dass es hier irgendwo noch eine andere Stadt gibt. Und bevor wir zur Küste gehen, möchte ich natürlich auch mal zu dieser anderen Stadt. Nun weiß ich nicht, ob die rechts oder links von Shobatai liegt, aber das werden wir, denke ich, mal gleich herausfinden, wenn wir hier orientierungslos weiter durch die Wüste stolpern. Und ich sag mal so, nach Süden bzw. runter, da kommen wir auf jeden Fall immer wieder. Solange uns natürlich jetzt hier nicht vor den Toren von Shobatai irgendwas kaputt hacken will. So, ich guck mal, wie viel... Ah, Yakinator der Weise ist strengthmäßig auch so weit aufgelevelt, dass ich ihn jetzt den Khalid mal auf den Boden setzen lassen kann. So, put down. Gut, der Khalid will ja auch noch sich ein kleines bisschen entwickeln. Muss er ja auch. Gerade jetzt, wo er so nackig ist. Das sieht aber toll aus. Nee, da will ich da? Will ich da unbedingt hin? Ich will eigentlich hier so. Ja. Hoffen wir, jetzt hat auch das Spinnenvieh nichts gegen uns. Was sagt eigentlich unsere Laufgeschwindigkeit aktuell? Ah, 22? 20. Gut, der Khalid ist anscheinend... Nö, der Khalid ist auch nicht bepackt. Der hat einfach nochmal den geringeren Athletic-Skill. Also ich glaube, da fehlen noch 10 Pünktchen. Das ist jetzt durch dieses ganze Getrage vom Yakinator, ne? Jetzt hat der Khalid natürlich bei den Athletics und bei der Stärke nichts dazu gewonnen, während wir hier durch die ganze Wüste gejettet sind. Und der muss sich jetzt erstmal wieder vorsichtig rantasten. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn Khalid erstmal derjenige ist, der, sag ich mal, ein kleines bisschen schwächlicher ist. Denn Yakinator, der weiß, ist natürlich nach wie vor unser Hauptheld. So, und bevor wir jetzt hier in irgendwelche Unbillen reingeraten, was eben gerade auch passiert, da sind die Sand Ninjas, die wollen uns eins auf die Omme hauen.
sind genauso schnell wie wir. Das heißt, wenn wir den jetzt wegrennen würden, ja, ich denke mal, da machen wir einfach mal die bewährte Taktik. Denn da sind wir wirklich viel zu schwach für die. Ja, die wollen uns hier attackieren. Die bewährte Taktik, hier zur Stadt zurückzurennen. Und zwar Pronto-Mart. Warum sind die eigentlich... Sagt mal, warum seid denn ihr eigentlich so mega schnell? Und Yakinator so gefühlt langsam. Gibt es hier irgendwelche... Gibt's hier einen von diesen Banditen? Das Schöne ist, der eine Bandit hat 4000 Bounty auf ihn ausgesetzt. Das heißt, wenn wir da jetzt hingehen und uns Richtung Stadttor bewegen, was ich hoffe, wir noch schaffen... ich weiß gar nicht. Also der eine, der scheint ja wirklich relativ flott unterwegs zu sein, ne? Ja klar, der ist auch ein bisschen... War das der mit den zwei... Hat der 22? Ne, der hat auch nur 20, ne? Und Yakinator und Khalid bewegen sich im Moment mit 20 km/h. Die anderen Herrschaften fallen ein kleines bisschen zurück. Und ich hoffe natürlich, dass die Stadtwachen und, hier ein gutes Wort für uns einlegen. Und uns mal nicht angreifen. Oder beziehungsweise den Gegner angreifen. Während sie uns unbehelligt lassen. Nein. Ja. Und da wird schon fies gekämpft. Wunderbar. Und dann dann hau ich mich mal hier rein. Denn diesen Kampf können wir jetzt theoretisch gar nicht mehr verlieren. Halt. Yakinator. Es gibt einen Auftrag. Und zwar, bist du der mit der Beute. Mit der Bounty. Das weiß ich jetzt gar nicht. Na, schauen wir gleich mal. So, du bist ein Sand Ninja. Ah, das war der 4000 Euro Sand Ninja. Gut, dann Yakinator und Khalid nochmals angreifen. Und zwar alles, was hier sich bewegt und kreucht und fleucht. Alles, was hier Gegner ist. Holla! Und jetzt darf Yakinator sofort pick up. Den Sand Ninja, den picken wir jetzt mal ganz schnell ab. Schwupps! Wunderbar! Der hat bestimmt noch tolle Sachen bei sich. Ich will erstmal schauen, wie ist er denn stark verletzt? Och, geht eigentlich. Er ist ein bisschen verkrüppelt. Und er verliert mega viel Blut. Also er scheint aber auch nicht bewusstlos zu sein jetzt, ne? Das heißt, wenn wir uns richtig doll beeilen und dann gleich zur Polizei gehen, vielleicht kann das Yakinator ja mal machen. Khalid, du kannst das ja alleine handeln. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich wollte jetzt, muss jetzt aber erstmal gucken, wo ist denn hier die Polizeidienststelle? Da. Police? Nee, Baracken sind das. Wo ist die Polizei? Nobelhaus? Polizei? Polizei? Residential? Bar? Das wäre natürlich bitter, wenn es hier keine Polizei geben würde. Aber ich schätze mal hier ist die Polizei. Wunderbar. Okay. Wie gesagt, Yakinator schnell zur Polizei und ehe uns der Typ verblutet. Und dann holen wir uns hier die 4000 Credits. Und wow, dann schwimmen wir erstmal im Geld. So, Khalid levelt weiterhin auf. Macht tolle Sachen. Ach so, scheiße, was ist denn jetzt los? Nee, Khalid soll aber jetzt nicht, ja, genau. So, Khalid, kämpfe. Aber ist ja schön, wenn Khalid auch ein kleines bisschen am Kampf teilnehmen kann und auch mal sich ein bisschen verteidigen muss. Ist ja sonst auch langweilig, ne? Wenn wir immer nur Hilfe kriegen von solch überpowerten Typen. Aber der Sand Ninja hier, der ist zum Beispiel mega hartnäckig. So, und ihr seht, ist gut, dass wir den sofort aufgesammelt haben, den Sand Ninja. Denn... ja. Oh ja. 432 kriegen wir allein dafür, 390 dafür, hier nochmal 121 und die erste Hilfe nehme ich alles mit. Das nehme ich alles mit. So, die Ninja-Rüstung und die Hosen natürlich auch. Ach komm, Khalid, jetzt bin ich mal nicht so, da müssen wir kein Geld für ausgeben. Standard-Grade Sand-Ninja-Bekleidung. Wunderbar. Okay. Ja, man muss Khalid sich jetzt auch nicht mehr so nackelig fühlen, ne? So, die anderen wurden leider schon weggesammelt. Und dann würde ich sagen, Khalid folgt einfach mal Yakinator dem Weisen zum Polizeihauptquartier. Das sich wo befindet? Wahrscheinlich hier hinten, ne? Das war das? Nee. Nein. Nein, nein, nein. Ach, Mann, Yakinator. So, okay. Dann, ich habe ja Yakinator den Bewegungsbefehl schon gegeben. Das heißt, er weiß ganz alleine ganz genau, wo es hingeht. Und ich inzwischen auch wieder. Wunderbar. Und jetzt bitte nicht ausbluten, lieber Herr Sand Ninja. Das wäre natürlich ungünstig, ne? Wenn der jetzt ausbluten würde. Ist bei 24? Ach, das schaffen wir locker. Jetzt müsste natürlich bloß noch der Polizeichef für uns ansprechbar sein. Und dann ist hier alles in Ordnung. Pass mal auf. Aha. So. Ein bisschen Talky-Talky und... Looks like you've caught the bounty. Won the reward, I suppose. Take him! Und wir haben tatsächlich 4000 Ocken gekriegt. Und der Herr kommt erstmal oben in den Käfig. Wird da so ein kleines bisschen jetzt eingelagert. Super, Mensch, das hat sich ja mega gelohnt. Also in so einer kurzen Zeit habe ich wirklich, glaube ich, ist relativ selten, dass ich da so viel Cash gemacht habe. So, jetzt gleich nochmal schnell zum Gemischtwarenladen. Das ist übrigens der mit dem Smiley, das ist der Sklavenhändler, ne?
auch nicht zu verachten. Vor allen Dingen nicht hier in Chobatai, wo die Sklavenhändler ja auch ein gewisses Ansehen besitzen. Ach, ich hoffe, euch wird jetzt nicht schwindelig von dem ganzen Rumgezoome und hin und her mit den Pfeiltasten und der Mauskombination. Das ist manchmal ein bisschen hakelig. Gut, aber, da fällt mir gleich ein, wenn wir jetzt hier in den Wanderladen gehen, da gibt es doch immer diese Rucksäcke, ne? Vielleicht hat er ja einen von diesen tollen Rucksäcken. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich so einen Diebesrucksack haben will oder ob mir hier so einen, ne? Der mir Vorteile bietet bei der Fortbewegung, also beziehungsweise der die Encumbrance um 60% reduziert und alle meine Werte unangetastet lässt, den könnten wir uns jetzt tatsächlich leisten. Ich weiß halt bloß nicht, ob das so toll ist, ne? Weil dann kriegen wir gar nicht mehr so viel Zeug da rein. Fleisch und, also theoretisch bräuchten wir eher Fleisch, ne? Das ist das Einzige, was wir stacken müssen. Ach, das überlege ich mir vielleicht nochmal ein bisschen. Nahrung, ja, wir verkaufen erstmal. Damit hier die Verhältnisse wieder hergestellt sind. 745, 2980 im Verkauf. Das heißt, also Value, sage ich mal, wenn wir es verkaufen, 745. Wenn wir das in unserem eigenen Laden verkaufen, dann müssen die Leute halt auch 2980 Euro dafür bezahlen. Und das ist natürlich ein Vorteil, ne? Das ist der tolle Vorteil in so einem Laden. Das heißt, da können wir die ganzen Beutestücke zum Originalpreis verhökern. Und das bringt einiges. Das macht uns in Windeseile sehr, sehr reich. Aber da sind wir noch nicht. Wir haben nämlich unseren kleinen Shop in Stack noch nicht eingerichtet. Aber das werden wir dann machen in einer der nächsten Sessions, wenn wir dann irgendwann wieder glücklich in Stack sind. Und da müssen wir erstmal hinkommen, denn wir sind jetzt einen halben Kontinent von Stack entfernt. Das wird auch so lange so bleiben, bis wir hier nicht noch ein paar Sessions machen und uns wagemutig durch die Wüste wuseln. Gut, und damit soll es das jetzt auch schon gewesen sein. Es ist schon mega spät. Ich habe morgen Frühdienst. Ich muss morgen vor um 5 aufstehen. Armer Yakinator. Deswegen halte ich es heute mal ein kleines bisschen softer. Ah, jetzt klingelt noch das Handy zu so einer unchristlichen Zeit. Wer weiß, wer das ist. Und ja, macht euch noch einen schönen Abend, auch wenn er sehr kurz ist. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Tschüss!